Guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Mafia. Wir werden vom Telefon geweckt. Na super, Mafia 2, nicht Mafia. So. Oh Mann, 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 wer ruft um die Uhrzeit schon an? Jetzt ist doch erst, wie viel Uhr? Ich muss im Fenster gucken. Na höchstens 9 Uhr morgens. Es geht doch mal gar nicht hier. Okay, 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 ist ja okay. Hallo? Vito, wir haben hier ein Problem. Schnapp dir eine Knarre, wir treffen uns in der Bar und sieh zu, dass du einen anständigen, fahrbaren Untersatz dabei hast. In Ordnung, bin gleich da. Das war's dann mit meinem Sonntag. Ach, Sonntag auch noch? Na super. Was Anständiges heißt? Mein Freizeitanzug, ich hoffe, dass der wieder etwas sauber ist. Mein schwarzer Anzug ist ja weg. Ach, Farbe ändern! Halt! Man kann die Farbe ändern. Hier. Ah! Jetzt kann ich nehmen. So, schön in schwarz jetzt immer wieder nach Mafia aus. Spricht die Polizei. Letzte Aufforderung. Machen Sie die verdammte Tür Was? Auf! Wie jetzt? Hausdurchsuchung? Aufmachen, Polizei! Oh. Ihr seht gar nicht aus wie Polizisten. Ey, warte mal, hast du nicht einen Bruder? Wir wissen, dass sie da sind. Ein Bruder, wo zufälligerweise im Knast sitzt? Du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Hier ist die Polizei. Machen Sie auf! Naja. Okay, da wollen wir uns mal nicht einmischen. Ah, wieder eine neugierige Putzfrau. Das haben wir ja gern. So, wir brauchen ein anständiges Auto. Ein anständiges Auto brauchen wir. Hier ist jetzt keins. Aber ich habe auch nur Scheißdreck in der Garage. Na gut, dann müssen wir uns jetzt zufrieden geben damit. Holen wir uns mal eins raus. Welchen soll man nehmen? Wagen wechseln. Ein anständiges Auto. Das ist alles so kaputt, Mann. Gut, ich habe halt den hier. Das ist eigentlich so mein Favorit. Ich habe nur so alte Scheißkerren. Ich kann mir keine besseren leisten, weil ich so schlecht bezahlt werde. So gut, jetzt fahren wir auf jeden Fall mal kurz zur Bar. Und hören uns an, was der zu sagen hat. Jetzt war gerade wieder so ein Frames-Einbruch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ab und zu gehen meine Frames-Raten ein bisschen runter. Keine Ahnung. Boah, guck mal, so eine Karre wäre doch geil. Ja, wenn ich die klaue, dann kriege ich wieder Probleme im Gesetz. Am Tag sind mir zu viel Bullen unterwegs und zu viele Leute, wo was sehen können. Das muss ja nicht sein, dass ich jetzt hier ein Auto klaue und dann nachher wegen dem verhaftet werde. Auf jeden Fall haben hier genug Leute Platz. Nee, haben sie nicht. Oder vielleicht so mal so einen klauen? Nee. Irgendwo ein bisschen abgelegen, ein Parkplatz oder so. Ist hier nichts, was irgendwie rumsteht? Nein, die können wir auch nicht nehmen. Das ist alles so auffällig, wenn ich hier was klau. Wenn ich mir vielleicht den hier schnapp. Vielleicht sieht's ja keiner, warte mal. Ich will den einfach mal kurz hier. Sind hier irgendwo Bullen? Oder irgendwelche Leute? Nö. Ich hoffe, dass es jetzt keiner sieht. Verdammt! Du, guck mal kurz weg da drüben, ne? So. Einmal kurz knacken. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier ein Bulle vorbeikommt. Ganz offiziell, das ist meiner. Ich habe nichts getan. Das ist jetzt mal ein Auto. Genau, mit dem können wir einen Auftrag machen. Ah gut, wir haben ihn geknackt, ohne dass wir erwischt werden. Müssen wir nur anständig fahren. Ich glaube, letztes Mal haben uns die Bullen erwischt, ne? Wo wir sowas abgezogen haben. Und dann ist das nicht so toll. Aber wie gesagt, den fahren wir jetzt erstmal zum Auftrag. Und dann sehen wir weiter. Ich hoffe nicht, dass Joe wieder irgendwas ausgefressen hat, Mann. Der ist nämlich auch nicht so ganz lumpenrein. Macht auch die ganze Zeit Scheiße. Und ich muss es wieder ausbaden für den. Wie immer. Letztes Mal auch schon. Er baut die Scheiße, ich bad's aus. Naja.
So ist das halt mit den Kumpels, ne? Das kennt man auch. Ist ja auch im Real Life immer so, ne? Die Freunde fressen was aus und man muss es ausbaden. Das habe ich früher oft genug erlebt. So, wir sind da. Im Hotel. Hey, da liegt eine Handtasche. Warte, ich nehme sie mit. Da ist bestimmt Geld drin. Hm, kann ich nicht nehmen? Schade. So, mal schauen, was sie für uns haben. Morgen, Eddie. Hey, Vito. Ich will dir jemanden vorstellen. Vito, das ist Carlo Falcone. Sehr erfreut, Mr. Falcone. Vito? Also, Vito. Was hältst du von Alberto Clementi und Luca Guarino? Naja, ehrlich gesagt, Mr. Falcone. Diese Arschlöcher wollten mir erst 5 Riesen abknöpfen und mich dann im Knast verrotten lassen. Sieht ihnen ähnlich. Die zwei führen irgendwas gegen unsere Familie im Schilde. Und das bedeutet, dass wir etwas unternehmen müssen, bevor sie etwas unternehmen. Eddie erklärt dir alles Weitere. Ich zähle auf dich, Vito. Wiedersehen, Sir. War mir ein Vergnügen. Was zum Teufel ist los? Ein Auto mit 3 unserer Jungs ist gestern Nacht verschwunden. Könnte sein, dass Luca Guarino was damit zu tun hat. Wer sind die 3? Harvey Beans und die beiden Jungs, die ihn beschützen sollten. Tony Balls und Frankie der Ire. Beans ist Carlos Buchhalter. Wenn er singt, sind wir alle am Arsch. Okay, was habe ich zu tun? Warte vor Freddys Bar auf ihn, beschatte ihn und finde raus, ob er die Finger im Spiel hat. Und dann? Sollte sich rausstellen, dass er damit drinsteckt, legst du den Sauhund um. Und wenn unsere Jungs noch am Leben sind, dann hau sie raus. Hoffentlich schaffst du es, bevor sie was über unsere Organisation ausgeplaudert haben. Wo könnten sie stecken? Ich habe keine Ahnung. Sei auf alles vorbereitet. Du brauchst eine schnelle Karre und ordentlich Artillerie. Gut, kein Problem. Komm wieder her, wenn du alles erledigt hast. Und Vito, kein Sterbenswörtchen zu irgendjemand. Klar. Also ich hoffe, dass das Auto schnell genug ist. Arrivederci. Eine schnelle Karre. Also Waffen haben wir eigentlich genug, ne? Verzeihung. Aber der Wagen, ich weiß nicht, ob der so gut dafür geeignet ist. Ja, wir probieren es mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Das Glück ist auf unserer Seite. Ah! Normal, bis jetzt läuft er im Spiel eigentlich recht gut so. Bis jetzt haben wir alle Aufträge eigentlich gut gemeistert, bis auf 1-2 Stück, wo wir vielleicht ein paar Fails drin hatten. Wo wir vielleicht ein bisschen anders machen hätten können. Aber wir sind bis jetzt noch nicht gestorben. Also das Glück hatten wir bis jetzt. Wo ist das? Ah, wieder ganz da oben. Also müssen wir alles zurück. Und ich bin ja mal gespannt, ob wir das schaffen, ey. Klar, aber bei der Mafia ist es natürlich nicht so gut, wenn die Leute plaudern. Da wird man aus dem Weg geräumt. Vendetta. Ne, Trangetta, sagt man. Oder wie sagt man Trangetta? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Trangetta? Vendetta? Trangetta? Was ist da jetzt der Unterschied? Los ihr, wo sich auskennt, ihr Mafiosi, sagt mal. Trangetta, Vendetta, was ist jetzt da der Unterschied? Das ist ja, glaube ich, nur bei den Italienern so, ne? Italienische Mafia. Trangetta. Lukas Wagen? Na, wo steckst du, Luca? Da bist du ja. Okay, es kann losgehen. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. So, er darf mich nicht bemerken, der Luca. Gibt aber ganz schön Stoff, der Drecksack. Von Essa. Aber er darf natürlich auch nicht entkommen. Also das muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Aber warum einen schnellen Wagen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich fahre halt meine Geschwindigkeit, wie ich darf. Und mehr nicht. Ich möchte ja nicht auffallen oder so. Da muss ich ja genauso an die Vorschriften halten, wie ich. Aber ich könnte vielleicht mal ein bisschen Stoff geben, damit er mir nicht entkommt. So. Mal wieder ein bisschen Stoff geben. Weil er ist ziemlich schnell da vorne gerade. Naja, da ist er. Es wird jetzt auch nicht angezeigt, wie nah wir ranfahren dürfen. Toll, Bullen. Super. Ach, die haben angehalten. Gut.
Der Speedlimit 70? Ach, das ist 70, nicht 55. 60. Oh, ich glaube, ich muss noch ein bisschen schneller fahren. Der Drecksack! Ey! Nein! Oh, shit! Nein! Schneller, sonst ist er weg! Nein! Nein! Ich darf ihn nicht verlieren, ich muss näher ran. Scheiße! Schneller, sonst ist er weg! Ach, Mist! Scheiße, er ist weg. Das kann ich jetzt vergessen. Na toll. Unsere erste Mission, die wir nicht geschafft haben, die wir nochmal machen müssen. Scheiße. Aber wir bekommen nochmal die Chance. Der Wagen ist schon schnell genug, aber ich hätte den Unfall nicht bauen dürfen. Das war jetzt gerade das Problem, nämlich. Ey! Nicht auf der Spur fahren. Die andere. So, hier. Wir werden gleich von Anfang an den Tempomat ausgeschalten lassen, dass wir ihn nicht verlieren. Mein erster Fail. Ich glaub's nicht. Hm, jetzt müssen auch noch die Bullen davon hier rumgurken. Was ist denn eigentlich die Toleranz? Wie viel darf ich denn eigentlich zu schnell fahren? 10 km/h oder? Weiß nicht. Ich denke, hier gibt's auch eine Toleranz. Das sollte ich vielleicht mal nachschauen, oder vielleicht wisst ihr das. Oder soll ich es einfach mal herausfordern, dann kriege ich es eigentlich mit. So, auf jeden Fall, wie gesagt, Tempomat bleibt jetzt aus. Dann kriegen wir den. Und dann werde ich gucken, dass ich nicht gegen irgendeinen Pfeiler fahre. Von einem Tunnel. Toll. So, jetzt. Okay. Lukas Wagen. Das können wir überspringen. Jawohl. Ah, halt, überspringen, habe ich gesagt, hier. Ich darf nicht zu nah ran, sonst sieht Luca mich. Ja. Der weiß ja auch, dass ich das bin, ne, in dem Wagen. Nein! Mist. Ich muss abkürzen, ein bisschen. So. Ey! Scheiße. Muss aufpassen, der Luca, der fährt aber auch einen ziemlichen Scheiß zusammen. Wenn er sich wenigstens mal an die Geschwindigkeiten halten würde. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah. Aber da könnte ich mal testen, wird das mir angezeigt? Ah, ich will es nicht wieder herausfordern. Ich denke mal, ich kriege eine Meldung. Ich hoffe es. Hey! Nein! Nicht schon wieder! Was gerammt hier? Schnell hinterher. Los. Ich will ihn nicht unten aus dem Radar verlieren, das wäre schlecht. Aber diesmal sind hier wenigstens keine Bullen. Und ich werde diesmal nicht auf dem Tacho klotzen. Aber der fährt schneller, oder? Hey! Wohin fährst du, Luca? Nach Riverside? Ich weiß es nicht. Vielleicht zum Schrottplatz. Vielleicht will er seinen alten Karren verschrotten gehen. Oh, er bremst aber ziemlich abrupt ab. Hier ist ein Waffenhändler. Oh, fährt er tatsächlich zum... Fährt er zum Schrotthändler? Hä? Vielleicht zu Bruskys Schrottplatz? Hab ich auch gerade dran. Nein, Mike hat mit so einer Scheiße nichts am Hut. Ja, eben. Na, wohin will... Sag mal, wo fahr ich da... Gerade hin. Ich habe keine Ahnung, wo der hin will. Clementis Schlachthof, na klar. Eddie hat wohl recht. Okay, ich muss unbemerkt da rein. Unbemerkt. Und wie schaffe ich das? Finde einen Weg in den Schlachthof, oder? Sag mal, ist der besoffen? Alter, der ist ja mal gnadenlos dicht. Mal, hier ist irgendwie... Kommt man vielleicht hier... Irgendwie in den Schlachthof rein. Die Kanalisation. Ah! Das könnte klappen. Guck mal, das war jetzt wirklich Zufall. Also das kann ich aufbrechen. Hab jetzt hier nicht irgendwie...
Ich habe gedacht, vielleicht kann man aber auch den Zaun entlang gehen, habe ich vielleicht gedacht. So. Ah. Mann, wie das stinkt. Toll, ich sehe nachher wieder aus wie eine Drecksau. Ich sehe es jetzt schon kommen. Na super. Vom Knast in die Kanalisation. Toll. Mist, der Köter könnte Probleme machen. Wie kann ich den... Ich könnte den vielleicht irgendwie ausschalten. So, wohin? Ah! Scheiße! Nein! Ich sehe wieder aus wie so eine Drecksau. Ah, wenn Luca jetzt bloß ein paar Steaks geholt hat, bringe ich jemanden um. Scheiße, Mann. Komme ich hier raus? Magazin. Oh! Oh! Das ist meine Sache. Sammlerstück. Ah! So, Kapitel 9. Balls and Beans. Das ist vom Playboy. Krass. Playmate 23. Cool. Man kann hier Playboy finden. Krass. Das Spiel ist ab 18. Alle, die unter 18 sind, jetzt bitte hier. Nein, ihr dürft natürlich zuschauen, wenn es eure Eltern erlauben. Von meiner Seite aus, mir ist eigentlich egal, ob ihr zuschaut. Leiter benutzen, ich weiß nicht, ob da... Scheiße, ein Hund. Hm. Oh, ich sehe raus. Okay, geh in Deckung. Runter. Halt Schmaul, verflucht nochmal. Ist da jemand? Da ist keiner. Also halt's Maul, sonst machen wir Hackfleisch aus dir. So, und jetzt? Da sind sie. Jetzt kriege ich dich, du knochiger kleiner Scheißkerl. Ja, was mache ich jetzt? Waffen sind hier nicht erlaubt. Okay. Also muss ich hier irgendwie reinkommen, so wie es aussieht. Oh nein. Das sind meine Jungs. Scheiße. Okay, also... Jetzt warte mal, bis sie weg sind. Gut, die Luft ist rein. Finde eine Möglichkeit, in das Schlachthaus zu schleichen. Vielleicht hier oben ist ein Fenster auf, da könnte man eigentlich hochkommen. Ja. Warte mal, bück dich, bleib gebückt. Scheiße, also schießen dürfen wir nicht. Kann man den ausschalten? Nee. Müssen wir auch nicht. So, also die weißen Personen, ich weiß nicht. Rette die Jungs, wenn die festgehalten werden. So, wir müssen jetzt. Oh je, das wird ein Schleichjob. Jetzt weiß ich nur nicht, kann ich mich irgendwie umziehen oder so? Dass ich wenigstens aussehe wie ein... das ist ja ekelhaft hier, Mann. Scheiße, ich werd Vegetarier, ohne Scheiß. Oh Mann, ey. Wenn ich mir wenigstens die Klamotten anziehen könnte von dem. Das geht aber leider nicht. Jetzt weiß ich nicht, wenn die mich sehen, wie ist es dann? Ja gut, ich habe zwar voll die Waffen dabei, aber ich soll ja versuchen, das ohne... Ich stehe hier nicht den ganzen Tag rum. Ich habe keine Lust, alles allein zu machen. Das sind Mitarbeiter hier. Ich brauche doch nur eine, reg dich ab. Ja, den Spruch kenne ich schon. Wenn ich dort vielleicht irgendwie reinkommen könnte... Oh, die quälen sie. Scheiße. Aber vielleicht komme ich hier rein, dann könnte ich vielleicht den... Den Mitarbeiter hier töten. Oh, Wurst. Hm, lecker. Aber ich glaube. Ja, meine Leute schreien hier rum. Nein, das war kein Schwein. Das klang mir nach. Ja, nach Mensch. Das war ein Schwein. Hör dich hin. Okay. Ja, aber. Muss man dir alles zweimal sagen?
Sag mal, kriege ich hier vielleicht irgendwoher Kleidung? Wenn ich vielleicht einen von den Jungs hier umhau. Ah, scheiße, der hat mich gesehen, oder? Fast. Wohin geht der? Der geht da rein, vielleicht. Können wir dem seine Kleidung abnehmen? Ah, Mist. Können wir die Tür wieder zumachen? Ich glaube, dann sieht er mich nicht, oder? Nein. Okay, ich glaube, da sind noch mehr Arbeiter hier drin. Also, du willst immer noch kündigen? Shit. Vielleicht nächsten Monat. Wohin geht der? Was hast du da? Naja, ich habe mir überlegt. Vielleicht werde ich Synchronsprecher. Scheiße. Soll das ein Scherz sein? Die haben mich fast gesehen. Ah, E drücken, um während du dich bewegst. Man kann auch um Ecken schleichen, das ist gut. Oh, gefährlich, gefährlich. Ich hätte mich irgendwie doch als Fleischer anziehen sollen. Dann hätten sie... So, hier, das kann ich vielleicht aufknacken. Muss ich das aufknacken hier? Nein! Oh, das war knapp. So, einmal hier rüber. Hey, ihr beiden. Schichtwechsel. Was soll das heißen, Schichtwechsel? Hast du Tomaten in den Ohren? Ihr seid fertig für heute. Aber ich habe erst die Hälfte von... Muss ich es nochmal sagen? Schichtwechsel! Verpisst euch von hier! Okay, soll mir recht sein. Halt die Klappe. Gehen wir. Ja, wenn hier einer mit einer Thompson steht und sagt Schichtwechsel, das wird wohl kaum ein Gewerkschaftsmitglied sein, oder? So. Oder das ist ein Gewerkschaftsmitglied, sagen wir mal so. So, okay, hier. Lang, hier gehe ich erstmal nicht ran. Ich weiß nicht, was hier ist. Komme sofort! Ah, der zieht ab hier. Da sind noch welche da hinten. Ich weiß nicht, ob die... Scheiße. Aber die sehen mich nicht, oder? Ich dachte, deine Frau heißt Mary. Wie komme ich jetzt an denen vorbei? Ah, gut. Ich weiß nicht von dem Stoff und wo ihr das Geld dafür herhattet. Falcone hält sich für so scheiß schlau. Aber damit kommt er nicht durch. Na los, wie habt ihr das Zeug in die Staaten getragen? Ich weiß überhaupt nichts. Ich bin nur ein Buchhalter. Versuch bloß nicht, mich für dumm zu verkaufen. Soll es dir so gehen wie deinem Kumpel hier? Da, schau ihn dir gut an. Glaubst du, du bist härter im Nehmen als er? Wenn wir mit euch fertig sind, dann drehen wir euch durch eine der Maschinen hier. Ich muss mir nur gut überlegen, ob ich so nett sein soll, euch vorher euer verdammtes Licht auszublasen. Was ist das für ein ekelhafter Gestank? Ach. Hey, wer ist denn da? Was bist denn du für einer? Spielt das wandelnde Scheißhaus hier den Helden oder was? Halt die Fresse, Luca! Hey, dich kenne ich doch. Klar, du bist doch der Kumpel von diesem Schwachkopf Barbaro. Ich hab gedacht, du sitzt noch im Knast. Was soll das hier werden, wenn's fertig ist, Kleiner? Falcone schickt mich. Es gefällt ihm nicht, dass irgendwelche Schwanzlutscher seine Jungs zu Hackfleisch verarbeiten wollen. So, du gehörst jetzt also zu Falcone, hä? Herzliches Beileid. Dir fehlt der Durchblick, sonst wäre dir klar, dass du im Bau wesentlich besser aufgehoben warst. Aber das ist jetzt sowieso egal. Oh, ich darf heute kämpfen. Ich möchte nicht mit dir tauschen, Arschloch. Nein, nein, das ist kein Problem. Ich weiß, wie ich mich wehren kann. Das ist überhaupt gar kein Problem für mich. Gar kein Problem. Komm her. Na? Hm? Wie fühlt sich das an? Komm. Ja, langsam traut er sich nicht mehr. Komm, ich mach dich platt, du Wichser. Er taumelt. Dreh ihm seinen Scheißkragen ums.
Setze K.O.-Schläge ein. Wollte ich gerade machen, ging aber nicht. Aber versuchen kann man es ja. So, ich werde immer besser im Kämpfen. Ich krieg keine einzige ab. Ist echt einfach. Glaubt mir. Komm, schlag zu. Setze K.O.-Schlag ein und zack. Das war's. Jungs, macht ihn fertig. Na, von wegen. Die hole ich mir, aber brauche ich ein bisschen was anderes. Da ist ein bisschen hier mit normalen Waffen kann man das hier nicht machen. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt. Da brauchen wir ein bisschen richtige Waffen hier. Was denn für... Ja, ja, ich komm. Moment. Danke, Victor. Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? Ja, er hat bemerkt, dass ein paar Jungs nicht zum Appell angetreten sind. Scheiße. Armer Frankie. Ich bring den Hurensohn um. Beans, bleib hier und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung. In Ordnung, aber vergesst mich nicht. Okay, Freunde? Na toll. Also ich wäre nicht gerne hier. Auf jeden Fall versteckt er sich. Ja, ich habe auch eine. Verstecken. Was ist los mit dir? Ich will nämlich nicht sterben. Ich habe keinen Bock zu sterben. Da ist er. Na? Jetzt seid ihr fällig. Okay, Vito, kaufen wir uns den kleinen Wichser. Oh. Der pisst sich in Thompson. Die Hose, bis ich mit ihm fertig bin. Habe ich noch die Thompson? Jawohl, 150 Schuss, gut. Was ist? Sind sie erledigt? Ja. Rate mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. Sie können es kaum erwarten, zu spät. Da kommen sie. Na, glaubt ihr? So, einmal in den Tank reingeschossen, da ist nämlich eine Ruhe. Ich glaube, der kommt gleich rein, ja. So. Aber ich krieg den noch. Wartet nur ab. Komm her. Ha! Ohne zu schützen. Ah, jetzt hol ich aber mal. Jetzt kommen sie nämlich langsam rein hier. So, einmal in die Fresse geschossen und der nächste, komm her. Oh, ich hab kaum noch Munition für die Waffe hier. Hat Zeit, dass ich vielleicht... Moment. Revolver haben wir noch, Schrotflinte haben wir noch. Moment. Ja, das ist noch einer. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Das war's. Jetzt schnappen wir uns bisschen den Munition. Kleinen Schwanzlutscher. Ja, einsammeln. Bevor er noch mehr so scheiß Anrufe macht. Komm schon, lass mich rein. So, jetzt holen wir uns den. Mach doch auf jetzt. Komm schon. Du schaffst es nicht, das tut mir was. Wie kommen wir jetzt da ran an den? Scheiße, so kriege ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas Schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Welche? Verfluchter Hurensohn. Ich dreh dem Scheißkerl eigenhändig den Hals um. Hält sich für verdammt schlau. Hält sich wofür verdammt schlau, was? Na los, dann komm doch her! Scheiße, was macht der Wichser da drüben? Verschwinde, du Arsch! Ich prügel dir jeden Knochen einzeln aus dem Leib, du kleiner, schwanzlutschender Hurensohn! Die Grobarbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Bist du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelt's vor Blut, hä? Nein, mich ekelt's vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was.
gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken. So wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als eine Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey, Beans, mach die Tür auf. Es ist alles vorbei. Du. Du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unseren Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Mann, sind die krank. So, wir sollen uns treffen mit Eddie. Oh, neues Auto. Ha, das nehmen wir ja auf jeden Fall. Geil. Ein Cabrio. Oh, ist das geil. Oh, aber jetzt nur keinen Schramm reinfahren. Das wäre jetzt nicht so toll. Toll, ich würde einen reinfahren müssen, wenn wir das Tor hier durchbrechen müssen. Ist noch alles gut? Ah, schön. Jetzt habe ich schon gedacht, ich kann schon wieder Reparaturen hier bezahlen. Mehrere hunderttausend Dollar. Der geht gut ab, aber wir müssen ein bisschen schonend fahren. Also ich glaube, ich werde dann den Tempomat reinmachen. Weil ich glaube, die Reparatur wird bestimmt teuer. So. Jetzt passt mal auf. Ah, da vorne sind schon wieder die Bullen. Ich mach mal Tempomat rein. Wir halten uns gerade so schön ans Gesetz. Aber ich sehe aus wie eine Drecksau. Das ist gerade gut, wenn wir Cabrio fahren. Der wird schön stinken. Bring mal das Auto. Meint ihr, ich kann den behalten? Wenn ich jetzt einen Auftrag abgebe? Naja, schauen wir mal. Vorsicht! Nicht zu übertreiben. Aufpassen aufs Autowagen. Weg! Der biegt auch ab. Jetzt geh doch mal weg! Hau doch ab jetzt. Warum steht er da mitten im Weg? Ah, verdammt. Ach, der hat den Taxifahrer gerammt. Deswegen. Passiert halt. Hey, ich hab grün. Sag mal. Wisst ihr, ich passe ja auf beim Fahren, aber die passen nicht auf. Mann, Mann, Mann. Nur weil ich das darf, heißt es noch lange nicht, dass die das auch dürfen. Bei Rot über die Ampel. Ach, das ist ganz da unten, stimmt. Die Stadt ist ja jetzt nicht sonderlich groß, dass man hier irgendwie sich verlaufen kann. Aber so ein, zwei Nebenmissionen fehlen mir schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Hauptmissionen gibt es denn eigentlich? Wir sind jetzt eigentlich schon zu... Nein! Ach du Penner! Wir sind jetzt eigentlich schon ziemlich weit. Mann, jetzt ist mein Auto kaputt. Schöner neuer Wagen. Ich muss mal recherchieren, wie viele Missionen es hier gibt. Nicht, dass es bald vorbei ist. Macht eigentlich schon Spaß. Können ruhig noch ein bisschen so weitergehen. Vor allem, wir haben auch schon ziemlich viel erlebt bis jetzt. Und er macht. Oh ja, oh ja, oh ja. Ach du lieber Himmel, hat da wer einen fahren lassen? Vito, du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal, bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay, okay, okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja, Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie... gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren. Sag mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist herausgekommen, richtig? Geh jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten.
Ja, was kann... Boah, $5000. Ciao, ciao. Geil, jetzt gibt's mal richtig Kohle hier. Ja, endlich. Ich habe schon darauf gewartet, dass endlich mal ein bisschen Geld reinkommt. Richtig cool. Und so wie es aussieht, darf ich jetzt heimfahren, oder? Nee. Wechsel deine Klamotten. Ja, aber... Ich möchte das Auto speichern. Nicht, dass es nachher weg ist. Ich muss es hier irgendwo in die Garage reinstellen. Hm. Den Schlitten möchte ich eigentlich nicht hergeben. Da habe ich schon so schön dran gewöhnt. Ach, hier ist... Hä? Wohin muss ich jetzt? In die Boutique? Ah. Also ich muss hier einkaufen gehen, so wie es aussieht. Im Laden. Wie komme ich... Ah. So kommt man hier rein. Hi. Und jetzt brauche ich hier einen neuen Anzug. Bitte, Sir. Sie stinken wie die Pest. Sie stinken wie die Pest. Teurer Anzug. Teurer Anzug. Teurer Anzug mit Mantel. Oh, das sieht gut aus. Au, dann nehme ich einen. Wow. Der sieht ja richtig geil aus. Jetzt. Jetzt ist richtig Mafia. Und ich stink nicht mehr so. Was guckst du denn so blöd? Sag mal. Ich hoffe, Sie sind zufrieden, Sir. Natürlich. Aber wenn es so einfach wäre, ne? Duschen brauchen wir ja nicht. Neuen Anzug anziehen und fertig. So, jetzt bringen wir erstmal unser Baby heim, oder? Darf ich heim? Nee. Achso, ich muss zurück. Ich hab gedacht, ich kann jetzt erstmal mein... Oh, schade. Ich dachte, ich kann jetzt erstmal das Auto abspeichern. Tja. Geht leider doch nicht. Aber ich muss... Jetzt hier unten drin vorne schuppen. So. Einmal zack. Dass ich direkt davor parken kann. Ist ja klar. So, dass auch die anderen Autos durchkommen. Und ich blockiere immer nur die Straße. Gut. Und rein in die gute Stube. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcone nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum habe ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier, Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann. Ich gehe schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Oh, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst mich mal. Okay, okay, das reicht. Gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito.
Du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten. Wirst du das tun? Zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie dieser Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen, wie dieser Heilige. Amico Nostro, meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Und natürlich, warum ich mich nach über 6 Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe? Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal, was ihr tut, Gentlemen. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen, aber nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Everybody, let's have some fun. You only live but once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. I'll let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you wanna have a ball, you gotta spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old, I'll let the good times roll. Und wir haben es geschafft und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Tschüss.